Willkommen zum Basic Video 3. In diesem Video werden wir uns mit dem Nullenvorteil beschäftigen. Zuerst eine kleine Aufgabe. Wir haben die Aufgabe 80.000 dividiert durch 4.000. Was passiert, wenn du zuerst den Dividenden und den Divisor jeweils durch 10, 100 und 1.000 dividierst? Drücke auf Pause und versuche das einmal. Zur Auflösung. Du erhältst folgende Lösungen. Jetzt musst du noch fertig rechnen. Das Ergebnis ist überall 20. 80.000 dividiert durch 4.000, 8.000 dividiert durch 400 ist 20, 800 durch 40 ist 20 und 80 dividiert durch 4 ist 20. Auch unsere ursprüngliche Rechnung ist 20. Wenn wir den Dividenden und Divisor durch 10, 100 und 1.000 dividieren, sehen wir, dass immer dasselbe herauskommt. Wunderbar! So kannst du Division mit vielen Nullen viel einfacher rechnen. Du kannst dir das auch so merken. Wenn ich Dividend und Divisor durch 10 dividiere, kann ich jeweils eine Null streichen. Vollende nun du den Satz. Wenn ich Dividend und Divisor durch 100 dividiere, kann ich jeweils streichen. Kann jeweils zwei Nullen streichen. Vollende du den Satz. Wenn ich Dividend und Divisor durch dividiere, kann ich jeweils streichen. Durch 1000 dividiere, kann ich jeweils drei Nullen streichen. Super! Wir haben die Rechnungen 900 dividiert durch 30 und 12.000 dividiert durch 600. Pausiere das Video und versuche es selbst. Zur Auflösung. Wir sehen im Divisor eine Null und im Dividend zwei Nullen. Also dividieren wir durch 10 und streichen eine 0. Das Ergebnis lautet 30. Hier sehen wir im Divisor 2 Nullen und im Dividend 3 Nullen. Wir dividieren durch 100 und streichen jeweils 2 Nullen. Das Ergebnis ist 20. Noch eine Aufgabe für dich. Ist hier richtig gerechnet worden? Pausiere das Video und rechne nach. Zur Auflösung. Es stimmt. Hier dürfen wir durch 10 dividieren und 210 durch 3 ist 70. Super gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video.